Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern habe ich euch ja gezeigt, welches Siegel am besten ist, um eure Glyphen am schnellsten zu leveln. Heute soll es darum gehen, welche Siegel am besten sind, um euren Charakter zu leveln. Da gibt es zwei. Es gibt ja seit der Season, leider muss man fast sagen, neue Siegel. Also nicht die Siegel aus der letzten oder vor der Season. Und da sind es zwei Stück, die da extrem rausstechen. Das ist einmal hier das Beinhaus. Da gehe ich jetzt gleich auch rein und gehe das einmal mit euch durch, sobald hier der Feuerhagel weg ist und ich das in Ruhe zünden kann. Da gibt es einen Nightmare Dungeon von. Da will ich jetzt einmal reingehen. Dann gehen wir das einmal komplett durch. Das Beinhaus ist extrem gut, weil es hat zwei Aufgaben, die ihr machen müsst, ohne Boss. Wobei der Boss wäre ja theoretisch gut, aber für manche Klassen, wie für mich, noch den Pulverisieren hier zum Beispiel nicht. Einmal befreit alle Gefangenen und danach zerstört drei Leichenhaufen. Und das Extreme ist, und wieso das Beinhaus so gut ist, ist die Anzahl der Elite-Monster. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Vor 3 Wochen oder so gab es einen Entwickler-Talk. Und dort haben die Entwickler gesagt, das war, es muss schon einen Monat her sein. Da ging es um die Ruinen von Eridu, die mehrmals genervt wurden, und ein paar andere Dungeons, die genervt wurden. Und das haben die gemacht, beziehungsweise begründet, weil sie gesagt haben, längere Dungeons sollen auch höhere Anzahl an Elite-Mobs haben, was mir auch Sinn macht. Weil gerade bei den Ruinen von Eridu war es die ganze Zeit so, dass man den ersten Teil abgefarmt hat mit irgendwie 20 Elite-Gegnern, dann hat man das reloaded und ist wieder da reingegangen. Deswegen wurden diese kürzeren Dungeons quasi etwas entschärft, und die Dungeons wie zum Beispiel das Beinhaus, was relativ lang ist, aber es ist nicht so lang, das werdet ihr gleich sehen, haben extrem viele Elite-Monster dazu bekommen. Komm, 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 komm. Sehr gut. Würde ich jetzt hier nicht für ein Video aufnehmen, würde ich den Schrein auch noch machen, weil ein Schrein oder solche Aufgaben geben immer auch gut Erfahrung und immer dann noch mal eine Truhe. Gehen jetzt hier rum. Ihr habt schon gesehen, da waren schon einige Elite dabei. Und ich mache jetzt hier gerade eine relativ geringe Stufe, weil ich euch das ja fürs Video zeigen möchte. Deswegen habe ich jetzt hier nicht Stufe 30er. Außerdem muss ich das Ding auch suchen. Ihr wisst, wie das ist mit den Siegeln, um die zu bekommen. Ich hatte jetzt nicht unendlich viel Siegelpulver. Und bevor ich dann das Video nicht aufnehmen kann, habe ich dann lieber hier ein Siegel Stufe 25 als auf Risiko 1 auf Stufe 35. Habt ihr gerade gesehen, da war schon wieder ein Elite-Gegner. Hier schon wieder ein Elite-Gegner. Der gibt dann jetzt auch den Schlüssel. Und der geht dann hier unten rein. Ist immer so, ihr habt einen Weg und dann gibt es ein kleines 8. Eine kleine 8. Und dort sind die Leute drin, die ihr befreien müsst. Und dann geht es rein in die Tür. Und dort müsst ihr in die Leichenhaufen besiegen. Und genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, die haben halt die Elite, die Density erhöht bei Dungeons, die halt länger gehen, beziehungsweise mehr Aufgaben haben. Und haben die Dungeons, die Elite-Mobs bei den Dungeons verringert, die halt kleiner und viel schneller gehen. Und deswegen ist das Beinhaus auf jeden Fall eine extrem gute Empfehlung, um zu leveln. Hat zwei Vorteile. Erstmal könnt ihr das natürlich machen ohne Nightmare Dungeon. Und ihr könnt das natürlich auch machen mit Nightmare Dungeon. Außerdem, auch wenn ihr mit mehreren Leuten seid, könnt ihr euch gut aufsplitten. Gerade im ersten Teil geht einer rechts rum, einer links rum. Das geht natürlich sehr schnell. Und auch hier im zweiten Teil, wo die Leichenhaufen sind, kann man auch sich sehr gut aufteilen. Ich würde euch allgemein raten, überall hinzugehen, weil ihr seht, hier sind schon wieder drei Elite. Hier sind viele Elite verstreut, die auch gar nicht jetzt noch relevant sind für die Aufgaben. Deswegen auf jeden Fall die ganze Map einmal absuchen. Die ist nicht so groß, das geht relativ schnell. Da ist der erste Leichenhaufen, den mache ich mal hier weg. Dann kommt auch direkt nochmal ein Elite. Den kann man auch wegmachen. Oh, fürs Video auch nochmal ein schönes Unique fallen gelassen. Schön, freut mich. So, gehen wir hier weiter. Und man sieht, hier hätte man sich auch schön aufteilen können. Einer links rum, einer rechts rum. Für zwei Leute, also wenn ihr einen Duo-Partner habt, dann ist das Beinhaus wirklich extrem gut. Und auch den ich euch danach zeigen werde. Den Leichenhaufen hier noch. Und da unten ist der letzte. Und dann habt ihr es auch schon.
Waren jetzt extrem viele Elite, ich habe nicht mitgezählt. Aber so aus dem Bauch heraus, 15 bis 20 und es ging echt schnell. Jetzt mache ich hier noch schön meine Glyphe hoch. Und da würde ich sagen, starten wir direkt die nächste Glyphe, beziehungsweise das nächste Siegel, nicht Glyphe, das nächste Siegel, wo ich sage, das ist auf jeden Fall extrem gut und das mache ich extrem gerne, was die Erfahrung angeht. Und das ist Gnadengrad. Das ist auch neu, ich komme gerade. Übrigens, hatte überlegt, ob ich Sarats Unterstufe 3 nehme, habe ich aber gelassen, weil ich glaube, Gnadengrad ist noch mal krasser als Sarats Unterschlupf. Ihr werdet es jetzt sehen. Vor allen Dingen gibt es da zwei Räume. Da ist in jedem Raum jeweils 8 Elite. Und alleine dieser Raum, alleine dafür lohnt es sich, Gnadengrad zu machen. Es ist so ein bisschen, wer sich noch erinnert, so ähnlich wie Kathedrale der Kreuzritter. Also das gleiche Setting, die gleichen Gegner. Und also, ihr werdet es gleich sehen, diese zwei Räume, die haben es wirklich extrem in sich. Und gerade mit Pulverisieren oder mit so krassen Charakteren, die auf AOE-Damage gehen, ist das richtig, richtig, richtig nice. Im ersten Teil, da stolpert ihr eigentlich drüber, müsst ihr 3 Elite besiegen. Das heißt, wir haben rein von der Aufgabe schon 3 Elite. Hier haben wir auch nochmal Elite. Ich weiß das noch von Kathedrale der Kreuzritter, da standen auch überall da mal Elite rum. Legi nehme ich nicht mit, weil wird ja automatisch in die Box transferiert. Kleiner Top-Tipp von mir am Rande. Wenn euer Inventar relativ voll ist, lasst Legis einfach liegen. Die werden dann in eine Extra-Box gepackt. Und so habt ihr nochmal ein bisschen zusätzlichen Stauraum, sowohl in der Box als auch in eurem Inventar. Deswegen versuche ich, so gut es geht, meistens die legendären Sachen, die fallen, nicht aufzuheben. Maximal 10 Stück können in diese Truhe, also übertreibt es auch nicht. So, das war jetzt gerade die erste Aufgabe, ging relativ flott. Und jetzt gleich kommt, hier sind nochmal Elite. Jetzt gleich kommt das, was ich meine und wieso ich glaube, dass Gnadengrad so mein kleiner Geheimfavorit ist. Ihr kommt hier auf diese Tür mit 2 Blutedelsteinen. Da gibt es einmal rechts und einmal links einen Weg. Und diese beiden Wege, die haben es wirklich extremst in sich. Vor allen Dingen am Ende der letzte Raum. Da sind ungelogen 1, 2, 3, 4, ich kann es gar nicht zählen, sind so viele Elite und die lassen alle gelbe Items, legendäre Items fallen. Es ist so extrem. Und auf der anderen Seite ist nochmal genau das gleiche. Und wenn ihr das dann abgegeben habt, dann könnt ihr nochmal durch den Bereich durchgehen. Da laufe ich aber meistens einfach schnell durch zum Boss. Und dann am Ende, wie gesagt, ist nochmal ein Boss. Also Gnadengrad kann man sich halt auch perfekt aufteilen zu zweit. Einer geht links, einer geht rechts. Und jeder nimmt einmal diesen Raum mit. Finde ich extremst, extremst nice. Wie viele hier sind. Bitte. Guckt euch das an. So, bringen wir die Kiste noch zurück. Oh, was haben wir hier? Niedergang des Raureifs. Wer mein Video von gestern nicht gesehen hat, zieht euch das rein. Niedergang des Raureifs aus so ein geiles... So ein geiles Siegel. Dort könnt ihr Glyphen extrem schnell farmen. Glyphen Level 21. Video wird hier oben auf jeden Fall mal verlinkt. Und hier gibt es jetzt keine Aufgabe. Obwohl doch, krass, hier gibt es nochmal eine Aufgabe. Geht es aber schnell durch. Hier gibt es jetzt keine Aufgabe mehr. Hier heißt es einfach nur durchrennen zum Boss. Wenn ihr das Ganze nicht mit einem Siegel macht, sondern hier standardmäßig durchgeht, dann würde ich nach den beiden Räumen tatsächlich reloaden. Das heißt, die beiden Räume machen und dann reloaden und nicht hier noch durchlaufen, weil hier sind also höchstens noch 1-2 Elite, aber nicht, dass ich wüsste, dass hier noch Elite sind. Und für den Boss den ganzen Weg hier durchlatschen, würde ich tatsächlich nicht machen. Wenn ihr jetzt ein Siegel gezündet habt, dann natürlich, damit ihr die Erfahrung für die Glyphen bekommt. Oh, sie hat jetzt alle Glyphen schon Level 21, dann vielleicht auch nicht. Wer das Video von gestern gesehen hat, der weiß ja, ihr könnt ja auch die ganzen Siegel resetten. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, auch das Video von gestern abchecken. Und ja, das sind die beiden Siegel, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, um zu leveln. Gnadengrad finde ich sehr geil, zu zweit. Muss man nicht zu Ende spielen, kann man auch vorher schon resetten. Und vor allen Dingen Beinhaus, weil da extrem viele Elite sind. Ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass Beinhaus die meiste Density auf Elite hat, eben von allen Dungeons. Wenn ihr noch irgendeinen coolen geheimen Dungeon habt, schreibt es unten in die Kommentare, würde mich extrem interessieren. Würde mich selber im Follow auf dem Kanal freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.